Bitte, läuft. Wie kommt man von einem so lustigen Film wie Man tut, was man kann, zu einem eher tragischeren Drama wie Heute bin ich blond? Es gibt ja deutsche Autorenfilme, die schreiben ihre Geschichten selber und dann gibt es Regisseure, die suchen sich ihre Geschichten, so wie ich es damals bei Sophie Scholl gemacht habe. Oder aber mir werden Bücher angeboten. Und bei Man tut, was man kann, da war es die neue Filmproduktion und Warner, die haben mir den Roman gegeben. Und Man tut, was man kann, ist ja der erste Teil einer Trilogie. Also ich bereite jetzt gerade den zweiten Teil vor, der heißt, da muss man durch. Wenn es dann dritten geben würde, würde der heißen, was will man mehr? Und in dem Fall hier haben die Produzenten Sven Burgemeister und Andreas Bares, mit denen ich auch schon Sophie Scholl gemacht habe, also die ich schon lange kenne. Und mein Vater hat mit dem Vater von dem Sven Burgemeister, die haben gedreht Tim Thaler in Hamburg auch schon, Silas, Jack Holborn, also unsere Väter haben als Produzent-Regisseur gearbeitet und jetzt sozusagen die Söhne, also Sven und ich arbeiten auch zusammen. Und Sven hat mir eben, weil er auf der Bestsellerliste vom Spiegel dieses Buch entdeckt hat, hat es ganz schnell gekauft und hat gesagt, Marc, lies mal, glaubst du, du kannst daraus einen Film machen? Wird das unser nächster Film nach der letzten Zusammenarbeit bei Sophie Scholl? Dann habe ich das Buch gelesen, habe mir die Cover angeschaut mit der Sophie van der Stubb, wo sie sich selber zeigt mit diesen ganzen verschiedenen Perücken. Und ich dachte, was ist das denn jetzt für ein Buch? Jetzt, das ist immer die gleiche und lauter verschiedene Perücken, immer anders geschminkt und Post so. Und dann habe ich angefangen zu lesen und muss sagen, der Umgang mit dieser Krankheit Krebs, ja, das Wort hat jeder gehört, jeder kennt welche irgendwie, die oder Freunde oder Bekannte, die es mal hatten oder überlebt haben. Hoffentlich überlebt haben, weil mehr als 50% überleben, so wie bei uns in der Geschichte. Und da habe ich das Buch gelesen und ich muss sagen, ich war berührt, unterhalten, ich war traurig, ich war gespannt, ich habe viel gelernt auch, weil sie das so minutiös aufgeschrieben hat. Und die Lebensfreude und der Humor, den sie gegen diese Krankheit stellt während der Chemotherapie, weil Chemotherapie musst du ertragen, da brauchst du Geduld. Ja, da hängst du an dem Tropf stundenlang, was machst du in der Zeit? Und dann diese Kreativität, sich da mit Perücken, mit lauter verschiedenen Perücken, die Zeit zu vertreiben, sich die aufzusetzen, sich jeweils anders zu schminken und auf einmal zu merken, dass man Kleider machen Leute oder Perücken machen noch mehr Leute und wie man sich so verwandelt und damit zu spielen. Und das in dieser Zeit der Chemotherapie und dass ihr das Ablenkung und Kraft gibt, das fand ich so kreativ und überraschend und berührend, dass ich gesagt habe, bitte lasst mich diesen Film machen. Gerade als ich dann als nächstes die echte Sophie van der Stubb kennenlernen durfte. Ja, dann lese ich das Buch und sehe diese Fotos und dann sitzt sie vor mir und wir gehen essen. Und dann habe ich schon fast gebettelt, den Film machen zu dürfen, weil ich die Figur so spannend fand und die Sophie van der Stubb mir auch gesagt hat, und sie wird mich beraten und begleiten durch den ganzen Film. Und birgt eine autobiografische Verfilmung besondere Herausforderungen? Also bei Sophie Scholl ist es die absolute Herausforderung zu recherchieren, Gesprächsprotokolle, sich da reinzuarbeiten, alle so viele Briefe zu lesen wie möglich, wie Sophie Scholl geschrieben hat, das zu interpretieren. Wir hatten da das Glück, den Freundes, also die Schwester von Sophie Scholl noch befragen zu können, den Sohn des Vernehmungsbeamten bei Sophie Scholl befragen zu können, die Schwester von Willi Graf befragen zu können und sich sozusagen der wahren Figur zu nähern. Und das war jetzt hier, sag ich mal, ähnlich intensiv, ähnlich genau, nur dass ich nicht aus Protokollen und Briefen recherchieren musste, sondern ich saß mit Sophie van der Stubb eben da und wir haben jede Szene im Buch, jede Seite aus ihrer Biografie besprochen und ich habe sehr viel hinterfragt, auch Sachen, die jetzt nicht im Buch stehen. Es hat ungefähr gleich lang gedauert, es war ungefähr gleich intensiv wie die Recherche bei Sophie Scholl, aber ist natürlich die Aufgabe, so nah wie möglich ranzukommen und die Idee und die Message, diese Lebensfreude, dieses Buches nicht aufzugeben und jeden Tag so gut zu leben wie möglich von der Autobiografie auf die Leinwand zu bannen. Also das ist eine Herausforderung und der stellt man sich. Ich möchte aber jetzt nicht sagen, dass sagen wir, sich einem fiktionalen Buch, was keine Biografie birgt, sondern wo man alles selber erfinden muss und sich zu selber zusammenstellt, dass das sehr viel leichter ist, würde ich jetzt auch nicht sagen. Filme machen ist nicht leicht. Und wie haben Sie die perfekte Mischung zwischen Ernst und Tragik und Lebensfreude und
Humor in dem Film hinbekommen. Also zusammen mit der Drehbuchautorin, auch deren Mutter ist übrigens Regisseurin, die Vivien Neefe. Und sie hat, ich habe die Tochter dann ausgewählt, weil sie hat Drehbuch studiert, hatte immer ein bisschen eine große Klappe und habe gesagt, jetzt zeig mal, was dahinter steckt. Und also die Kathi Eisen zusammen mit der Sophie van der Stab und ihrer Autobiografie. Und in der Autobiografie, muss ich sagen, steckt das schon. Also Lachen und Weinen, Joy and Pain, Sunshine and Rain und die Krankheit hier und sich dagegen zu stellen und okay, ich starte mit 15% Überlebenswahrscheinlichkeit, der Arzt sagt zu mir und wir kämpfen jetzt gemeinsam, dass die Prozente steigen. Also das ist Teamarbeit. Filme machen ist immer Teamarbeit. Und die Grundlage hier war einfach der Charakter und die wahre Geschichte. Und wenn man sich die Biografie durchliest, da wird es viel zu lachen geben und auch viel zu weinen. Und ich glaube, die Mischung haben wir dann verdichtet. Du musst ja als Filmemacher, dann hast du deine 100, 110 Minuten, hast eine Filmdramaturgie und willst alles unterbringen, musst schauen, dass es einen Flow hat, dass es eine Emotion hat, eine emotionale Reise hat, der ich folgen kann, dass ich berührt bin, dass ich gespannt bin. Also dieses Verdichten und Übersetzen von einer Biografie mit der echten Sophie van der Stab, die ihre Geschichten erzählt, in ein Drehbuch und das dann auf die Leinwand, mit der Maßgabe, den Humor und die Lebensfreude als auch den Antagonisten die Krankheit zu erzählen und letztendlich die Krankheit zu besiegen. Drehen Sie persönlich lieber Filme, die Sie zum Lachen bringen oder welche, die Sie zum Weinen bringen? Beides. Also ich muss es anders formulieren. Also wenn ich jetzt als Regisseur nur Komödien machen müsste und mein ganzes Leben lang andere Leute zum Lachen bringen müsste, würde ich den Beruf wechseln. Ich würde auch den Beruf wechseln, wenn ich jetzt nur Tragödien machen müsste oder nur Dramen, würde ich sagen, kann ich nicht. Für mich ist das Leben, sind immer zwei Seiten. Es ist Lachen und Weinen, das sind Licht und Wolken und es ist ein ewig langer Winter wie jetzt und der Frühling steht vor der Tür und dann kommt wieder der Sommer. Und das ist das, was ich an dem Beruf so schön finde und was für mich aber auch eine Bedingung ist, dass ich beide Genres bedienen darf. Und wenn es richtig gut läuft, wie bei Heute bin ich blond, dann kann ich es in einem Genre vereinen. Aber ich 50-50 und eins bedingt das andere. Wenn Sie den Film in einem einzigen Wort beschreiben müssten, welches Wort wäre das? Lebensfreude. Lebensfreude pur. Und können Sie vielleicht noch kurz erzählen, was als nächstes ansteht, Ihre nächsten Projekte? Also wie gesagt, also ich bin in Verhandlungen und in der Vorbereitung für den zweiten Teil von was will man mehr, ist ja der dritte. Man tut, was man kann. Der zweite Teil heißt, da muss man durch. Wo wir die Schraube schon nochmal ganz schön anziehen, wo auch Wotan Wilke Möhring wieder dabei sind, Jan-Josef Liefers, Fahri Yardim aus Hamburg und Jasmin Gerhardt. Also unsere Gang sozusagen jetzt, die schicken wir durch sehr viele Prüfungen durch jetzt. Und ich habe eine sehr schöne Romanverfilmung mit der Produzentin von dem merkwürdigen Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit, mit der ich auch Groupies bleiben nicht zum Frühstück gemacht habe. Die heißt Das war ich nicht von dem Herrn Magnusson, ein sehr schöner Roman, wo wir schon in der sechsten Drehbuchfassung sind, mit den gleichen Autorinnen von Groupies bleiben nicht zum Frühstück. Ich bin an einer Parzival Wagner-Geschichte dran. Ich hoffe noch auf ein, zwei Projekte, über die ich aber jetzt nicht reden kann, weil als Regisseur musst du, wenn du dich aufs Kino konzentrierst, Fernsehen ist eine Auftragsproduktion. Da sagt der Sender, mach den Film, hier sind 100% der Gelder, setz es um. Beim Kino musst du Leute finden, du musst den Film finanzieren, du musst lauter Fördergremien überzeugen, dass sie dich fördern, Fernsehsender finden. Bis da die Finanzierungskette geschlossen ist, kann ein, zwei, drei Jahre dauern und ist bei mir, also auch nur bei 30, 40% der Projekte, die ich dann wirklich finanziert bekomme. Also musst du immer vier, fünf, sechs, sieben Dinge anschieben und dann sagen, okay, wenn davon zwei, drei durchkommen, wunderbar. Und das, was als erstes das Greenlight kriegt, das mache ich. Und in dem Fall hoffe ich jetzt, dass es gerade mal, da muss man durch ist. Also viel beschäftigt. Okay, vielen Dank. Dann viel Dankeschön. Erfolg.